Hallo Herr Overcamping, schön, dass es doch heute noch geklappt hat nach dem zweiten Anlauf. Es stehen die Bürgermeisterwahlen am 13. September an und Sie möchten Bürgermeister werden. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, ich heiße Andreas Overcamping, bin in Erle geboren, 1964, als ältester von 5 Kindern und bin dann anschließend in den Erler Kindergarten gegangen, in die Erler Grundschule, in die Erler Hauptschule und bin dann zur Alexanderschule gewechselt. Hab dann eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und hab dann auf der Höhler in Großfeld meinen staatlich geprüften Landwirt gemacht. Da kommen wir auch schon gleich zur nächsten Frage. Warum möchten Sie Bürgermeister von Rasfeld werden? Das ist ja was ganz anderes jetzt als Landwirtschaft, sondern das ist ja mehr Verwaltung. Warum machen Sie diesen Schritt? Ja, wenn der Grotendorst geht, dann brauchen wir wieder einen Menschen. Oder was? Wir brauchen keinen Verwaltungsmenschen, dann haben wir genug in der Rasfelder Rathaus. Also wir brauchen einen, der quasi mit den Bürgern gut kann. Und da wäre ich genau der Richtige für. Sie sagen gerade, wenn Sie Bürgermeister sind, möchten Sie sich um die Bürger kümmern. Sie haben auch eine große Familie, aber Sie wissen auch, dass das ein Fulltime-Job ist, oder? Ja, das weiß ich, ja. Und wie gesagt, ich habe die Zeit dafür mittlerweile. Wenn wir uns mal so in der Gemeinde umgucken, finden Sie, dass bis jetzt die Politik in den letzten Jahren einen guten Job gemacht hat? Wenn ja oder nein, was würden Sie ändern? Ja, die hat einen guten Job gemacht, nur die Bürger müssten etwas mehr eingebunden werden. Ja? Die müssten von Anfang an müssten die dabei sein und mitgenommen werden, bis halt die Baustelle quasi abgearbeitet ist. Gibt es da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel jetzt mit dem Karpenteich, da wusste keiner eigentlich, was da Sache war. Und ja, wie gesagt. Das heißt, Sie möchten dann so Bürgermeistersprechstunden einführen oder wie stellen Sie sich das vor? Ich möchte vorab schon viel mehr informieren, wenn dann eine Sache angegangen wird, jetzt zum Beispiel mit den 12 Sachen da in der Freiheit, das ist ja schon vor zwei Jahren, ist das ja schon abgesegnet worden oder was und dann wird jetzt quasi nach 2 Jahren auf einmal die Schublade losgemacht und ja, das hätte man vorher schon mal sagen können, was da gemacht wird. Jetzt noch mal ganz kurz zum Bürgermeisteramt. Das ist ja auch eine Verwaltung mit mehreren Angestellten. Glauben Sie, dass Sie das wuppen würden, könnten? Ja, das würde ich wohl schaffen oder was. Das muss ja auch keiner von der Verwaltung sein. Das darf ja quasi ein Bürger sein, Bürger der Gemeinde Rasfeld. Und ich würde sagen, das könnte ich dem wohl wechseln, ja. Gibt es da jemanden, der Ihrer Meinung nach einen besonders guten Job gemacht hat in der Gemeinde in den letzten Jahren? Da fällt mir, die haben alle einen guten Job gemacht, da fällt mir keiner spezifisch ein. Also Sie sind jetzt nicht der Gegner, wo Sie sagen, ganz Rasfeld, das war nichts, ich will jetzt alles neu machen. Nein. Ich meine, immerhin sind wir ja auch schon lange schuldenfrei. Glauben Sie, dass Sie das auch weiter dann so halten könnten? Doch, mit dem Level von jetzt glaube ich, dass wir das die nächsten Jahre noch wohl voll halten werden, ja. Also Sie sind dann doch eher ein sparsamer Mensch. Sparsam will ich nicht sagen. Wenn jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Tiergarten da angestoßen wird oder was, ich kenne die Zahl, dann wären wir immer noch schuldenfrei. Wofür würden Sie denn am meisten Geld ausgeben, wenn Sie die Wahl hätten in Rasfeld? Das weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht mehr Eisdielen oder einen größeren Parkplatz. Haben Sie da irgendwie ein Lieblingsprojekt? Sie sagten doch mal auch hier das mit den Haltestellen, Bushaltestellen für Kinder, das liegt denen ja auch. Das liegt mir besonders am Herzen, aber da könnte man wohl die eine oder andere Haltestelle mehr machen. Also Sie glauben ein bisschen unkomplizierter Sachen regeln? Ja, auf jeden Fall. Das muss nicht unbedingt über die Bürokratie laufen oder was, dass dann da Haltestellen verzogen werden und der Letzte quasi in der Reihe, der hat dann keine mehr, ja, und das Kind muss dann bis mitten in den Busch laufen, damit es da irgendwo einsteigen kann. Das kann nicht sein. Gibt es bei Ihnen so ein besonderes Slogan, den Sie momentan haben, womit Sie in den Wahlkampf ziehen? Wähle Overcamping, weil? Er ist einer von uns. Sie wollten ja auch Ansprechpartner für die Landwirte sein. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, für alle Bürgerinnen und Bürger will ich Ansprechpartner sein. Nicht nur für meine Berufskollegen. Ich meine, mit der Landwirtschaft ist das ja auch schwierig. Sie hatten ja lange Zeit hier auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Warum haben Sie den eingestellt? Ja, hat sich nicht mehr. Es ist von oben nicht gewollt, dass ein Landwirt Geld verdient. Was meinen Sie damit jetzt so ganz genau? Ja, das ist von oben nicht gewollt. Ja, die Landwirtschaft soll kein Geld verdienen. Ja, das sind auch hier die Handelsketten, die diktieren die Preise.
Da kann man als Landwirt kann man da nichts machen, wenn man da drin steht. So, dann wollen wir uns noch mal das Regionale kurz vornehmen. Also damit wären wir ja auch so ziemlich am Ende. Welches Projekt oder was würden Sie als erstes noch in Rasfeld bauen, wenn Sie jetzt Bürgermeister wären? Gibt es da irgendwas, was in Rasfeld Ihrer Meinung nach noch fehlt? Ja, diesen Drogeriemarkt, den möchten Sie gern, doch möchten viele haben oder was, da müssten wir doch mal ein Augenmerk drauf richten, dass wir einen kriegen. Seitdem damals der Schlecker zugemacht ist, muss man ja nach Schermbeck hin und nach Borken hin. Das ist ja schon lange Jahre. Gehen Sie denn überhaupt regional hier einkaufen oder mehr auf der grünen Wiese und im Internet? Ne, ich gehe regional einkaufen. Also Sie sind auch jetzt nicht so im Internet unterwegs bei den großen Plattformen, wo Sie sagen, ich bestelle jetzt hier mein Essen, mein komplettes Essen. Das kann ich gar nicht. Nein. Aber Sie wissen ja, dass man heute auch sehr internetfähig sein muss, wenn man Bürgermeister ist. Ne? Man muss ja mit den sozialen Medien auch mal umgehen können. Wollen Sie sich denn da demnächst dann auch breiter aufstellen? Ja, möchte ich. Ich habe letztens mein erstes Foto auf Instagram gepostet, aber mehr ist noch nicht gekommen. Ich meine, ist ja schon mal was. Haben Sie denn auch eine Facebook-Seite mittlerweile eingerichtet? Meine Frau hatte damals mal eine für mich eingerichtet. Ich glaube, ich komme mich gar nicht mehr drauf. Weiß ich nicht. Ich wüsste nicht. Passwort vergessen. Ja, irgendwie komme ich nicht mehr hin. Ja, ich denke mal, da gibt es ja genug Unterstützung, dass Sie das jetzt noch vor der Kommunalwahl schaffen. Ja. Okay, Herr Overkemping, jetzt können Sie gerne noch etwas den Bürgerinnen und Bürgern in Rasfeld sagen, warum man sie wählen soll und warum Sie ein guter Bürgermeister sind. Wenn ich gewählt werde, bekommt Rasfeld einen fröhlichen, freundlichen, unkomplizierten und bürgernahen Bürgermeister, der seine Verwaltung dazu anhält, mehr zu sprechen und weniger zu schreiben.